nach meinen ganzen Buch- und CD-Reviews der letzten Wochen heute mal wieder einen Sammelgegenstand, der aus den Vereinigten Staaten von Amerika zu uns nach Europa geschwappt ist. Aus dem Hause Panini nämlich gibt es eine Michael Jackson Sammelkarten-Edition, die im Jahr 2011 in den USA auch erschienen ist. In Europa leider nicht, deswegen müssen wir uns immer so ein bisschen auf eBay verlassen oder auf Sammler, die sich das schicken lassen haben. Ich habe Letzteres getan und mir die komplette Serie einmal von einem Sammler gekauft, der da also manche Karten doppelt hatte. Ausgeliefert wurde das in Hobbyboxen, die sehen dann folgendermaßen aus und im Handel konnte man die auch bekommen in Amerika, da meistens als Einzelkartenpäckchen, die einen Preis hatten von $2,99. Dafür bekam man dann 5 Trading Cards und wie diese Trading Cards aussehen, das schauen wir uns dann gleich mal an. Sammeln konnte man insgesamt 190 verschiedene dieser Karten, wobei es diese gesamten Karten, die wir gleich sehen werden, auch noch in unterschiedlichen Varianten gab. In diesen Päckchen waren nämlich nicht nur diese Karten, die wir hier nun sehen, die, wenn ich mal eine Karte heraushole, um sie etwas genauer zu zeigen, eine rote Folienbeschichtung haben, hier bei King of Pop ganz gut zu sehen, sondern auch eine Art Metallfolie, also es gibt einen goldenen Schriftzug und einen Platin-Schriftzug in Silberfarben und eine Diamantfolie auf der Karte selber. Die sind dementsprechend dann auch limitiert. Die Gold-Variante gibt es weltweit pro Karte nur 500 Mal, die Platin-Variante 100 Mal und die Diamant-Version sogar nur 10 Mal je Karte. Das ist jetzt also die rote Karten-Edition, das ist die Standard-Edition, die war nicht limitiert. Da gibt es 190 verschiedene Karten, wie gesagt, die es dann auch in Gold, Platin und Diamant gibt. Beginnen möchte ich dann mit diesem ersten Teil, das sind die sogenannten Common Cards, das sind die allgemeinen Karten, da findet man hinten drauf Informationen zu, ja, wie gesagt, allgemeinen Dingen, das können Ereignisse im Leben sein von Jackson oder bestimmte Informationen, die ganz interessant sind. Und davon gibt es dann insgesamt 112 verschiedene Karten mit Fotos und Informationen von den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, muss man ja mittlerweile sagen, bis ins Jahr 2009, dem Todesjahr von Jackson. Wem das jetzt beim Blättern etwas zu schnell geht, dem empfehle ich den Panini-Blog. Da kann man sich alle Karten nochmal ansehen. Oder das Michael Jackson-Forum, das ich unten nochmal verlinkt habe. Auch da gibt es ja verschiedene. Ich empfehle heute mal das mjackson.net-Forum, weil ich da auch am meisten schaue und Informationen bekomme. Ja, diese 112 Karten haben jeweils die Motive drauf aus diversen Jahren. Manchmal passt das ja auch zum Motiv, manchmal passt es auch nicht so ganz. Das ist so ein bisschen der Schwachpunkt dieser Reihe. Das sehen wir später noch bei den anderen Karten, die noch folgen werden. Das sind aber erstmal, wie gesagt, die allgemeinen Karten. Weiter geht's mit den Achievement-Karten. Hier unten drunter, da geht es um ja, etliche Errungenschaften, Preise, Erfolge im Leben von Jackson, das Album des Jahres, Record of the Year, also diese ganzen Thriller Awards sind hier aufgeführt, jeweils mit Informationen hinten auf der Karte auch drauf. Da findet man dann nochmal eine genauere Information, was das für ein Award war, in welchem Jahr der vergeben wurde und ja, wofür jetzt genau, also kleinere Einzelinformationen an sich. Von den Achievement Cards gerade eben, da gibt es insgesamt 20 verschiedene. Das, was wir hier jetzt allerdings sehen, das sind die Decade Cards, also die Jahrzehnte-Karten. Da gibt es 30 verschiedene von. Auch das geht von den 70ern bis in die 2000er. Und jeweils markiert, ich habe jetzt mal wahllos eine rausgenommen, sieht man hier also rot markiert in dem Fall die 80er als Jahrzehnt. Na, ich kriege es jetzt nicht ganz scharf gestellt. Da haben wir es, die 80er als Jahrzehnt, immer mit einem Bild dabei und auf der Rückseite dann eine Information, was also da jetzt gerade los war. Hier geht es dann
um ja, seine Kurzfilme, die er mit Billie Jean angefangen hat, Beat It und Thriller, ja, die Entwicklung der Musikindustrie, beziehungsweise die Entwicklung oder das Weiterbringen der Musikvideokultur. So geht es dann auf dieser Karte, wie gesagt, los. Und in jedem Jahrzehnt, beziehungsweise für jedes Jahrzehnt, gibt es dann verschiedene Karten mit unterschiedlichen Themen. Von diesen Decade-Karten, wie gesagt, 30 Stück, so sehen die aus. Die haben auf der Rückseite auch noch ein schönes Bild. Das haben die anderen Karten bisher nicht gehabt. Da waren dann immer nur Informationen. Und da, wie gesagt, 30 verschiedene von. Hier sieht man auch noch so ein paar Motive natürlich. Das sind jetzt alles so spätere Motive, späte 90er Jahre bis in die 2009er hier aus der This Is It Ankündigung etwas heraus. Und das ist ganz nett aufgemacht und endet dann nach den 30 Karten. Ich drehe das ganze Set mal um und hier sehen wir auch schon die nächste Reihe. Das sind die Top 10 Karten. Da wurden ja exemplarisch 15 insgesamt ausgesucht, 15 Top 10 Hits, jeweils mit Erscheinungsdatum drauf und auf der Rückseite noch einer Information zum Titel selber oder zu wissenswerten Fakten, die da eine Rolle spielen, zur Aufnahme, Geschichten oder Hintergrundstories zu diesem Lied, was da nun angeführt ist. Auch das geht wieder von den 70ern bis heute, fängt bei Got to Be There an und endet bei You Rock My World im Jahr 2001. Die letzten Karten, die dann in diesem Basisset, nenne ich es mal, enthalten sind, weil ja die Gold, Diamant bzw. Platin und dann Diamant-Version hier jetzt nicht zu sehen sind. Die letzten Karten sind dann die Number One-Karten, da gibt es 13 verschiedene von. Beginnt 72 mit der Single Ben und endet bei Black, nein, gar nicht wahr, bei You Are Not Alone im Jahr 95. Auch da auf der Rückseite wieder Informationen zu den Titeln. Say, Say, Say mit Paul McCartney natürlich. Dann natürlich auch, wann das Ganze die Nummer 1 erreicht hat in dem Jahr. Und nochmal die Durchnummerierung aller Karten. Hier ist es Karte 183. Und auf der Rückseite hier sieht man dann, wie gesagt, die 190. Das wäre dann die letzte Karte. Die beiden Karten, die wir unten sehen, die haben jetzt damit nichts zu tun. Das sind Rewe-Sammelkarten, die es jetzt mal im letzten Jahr irgendwann gab. Die habe ich da einfach mit dazu geheftet. Ja, lohnt sich das ganze Set nun? Das ist jetzt die große Frage. Ich würde dafür wahrscheinlich keine Unsummen ausgeben. Ich habe es damals komplett gekauft von einem Sammler, der da eine Menge Mühe und Zeit investiert hat und natürlich auch Geld, und habe für das Komplettset, ich glaube, zwischen 50 und 60 Euro, ich glaube 60 Euro bezahlt. Das empfand ich als ganz angemessenen Preis. Man findet das manchmal auch noch komplett bei eBay oder in Michael Jackson Foren von Personen, die das Komplettset einmal veräußern, weil sie es doppelt haben im Laufe der Zeit. Ja, Einzelkarten würde ich mir wirklich nur bei eBay vielleicht kaufen, wenn mir eine einzelne fehlt oder vielleicht fünf einzelne, denn zum Stückpreis von Minimum 1 Euro kann man sich ausrechnen, was es kosten würde, wenn man die 190 Karten sich so zusammenkaufen würde. Ich habe das Ganze in einen normalen Sammelordner gesteckt. Es gibt von Panini auch tatsächlich noch einen extra dafür erschienenen Ordner. Den habe ich mir nicht mehr gekauft. Auch den kann man bekommen. Der liegt meistens so im Schnitt zwischen 20 und 30, 40 Euro. Ist aber auch jetzt nicht wahnsinnig hochwertig, was ich mir so sagen lassen habe, sondern auch einfach nur ein Sammelordner, wo vorne halt dann nochmal ein offizielles Panini Bild mit drin ist und was natürlich dann zu den Karten passt. Vielleicht mache ich das irgendwann, wenn ich es mal günstig irgendwo sehe. In der nächsten Woche geht es nochmal um Panini, und zwar um 3 Insert-Karten, also 3 dieser zusätzlichen Karten, die mit dieser 190-teiligen Serie zwar was zu tun haben, die aber jetzt nicht mit hier in diesem Set, das ich heute gezeigt habe, enthalten sind. Die waren zwar auch in diesen Päckchen, aber wie gesagt, sind nochmal seltener. Was es damit auf sich hat, wie gesagt, erfahrt ihr nächste Woche. Wer es bis dahin gar nicht abwarten kann, der schaut gerne auf meinen Kanal und sieht sich da andere Rezensionen und Reviews an. Oder der schaut bei Kai vorbei oder der geht ins Michael Jackson Forum, was ihr unten nochmal verlinkt findet. Und
Das kann ich nur jedem ans Herz legen. Da findet man viele tolle Anregungen und kann auch mal Fragen stellen, wenn man zu etwas, zum Beispiel zu diesen Panini-Karten, etwas Genaueres wissen möchte. Gut, bis dahin verabschiede ich mich. Viel Spaß beim Sammeln. Bis zur nächsten Woche.